Einen wunderschönen guten Tag oder guten Abend oder auch gute Nacht, wann auch immer ihr euch dieses neue Video anschaut. Ihr befindet euch bei Auf dem Weg zum Senior Pro. Ja, mit mir, mit dem Asikuru, beziehungsweise immer noch mit dem Charakter will Senior werden, seines Zeichens Semi. Und ja, will natürlich Senior werden, ganz klar. Wollen wir ja alle irgendwann mal. Ich habe mich ein bisschen umgezogen. Als allererstes muss ich natürlich meine Enttäuschung darüber aussprechen, dass immer noch keiner erraten hat, wo das Lied, das uns durch die letzten beiden Videos begleitet hat, wo dieses Lied im Spiel gespielt wird. Ja? Ihr habt euch nicht die Mühe gemacht, für mich nachzusehen. Das ist ein bisschen enttäuschend, aber ich komme darüber hinweg. Ich werde stattdessen heute ein anderes Lied auflegen. Ich bin da so ein bisschen auf Pearl Green Island Stimmung, nicht zuletzt, weil es draußen ungefähr 833 Grad hat. Ja, habt ihr gerade gesehen, da ist noch ein anderer im Beach-Kostüm an mir vorbeigelaufen. Bingo 88. Hi. Ja, lauf doch nicht so schnell, mein Freund. Falls du das hier siehst, du warst gerade im Fernsehen. Wie ihr auch sehen könnt, ist der aktuelle Birdie-Stand 10.839 und das um 16:58 Uhr. Das heißt, ihr habt gleich die XP. Eieiei, nächstes Mal nehmen wir einfach 44.000 Leute. 44.000 Birdies. Dann läuft es. Hat keiner mit gerechnet. Hoffe, ihr habt alle schon euer Magaia abholen können. Und wenn nicht, ja, jetzt sind wir hier bei Success. Sehr schön. Seht ihr? Success. Das wird dann hoffentlich auch gleich über meinem Kopf stehen, wenn ich dann Harold hoffentlich besiegt habe. Ja, wie gesagt, ich habe mich hier ins Beach-Kostüm reingeschmissen. Draußen hat es 833 Grad. Und selbstverständlich passe ich heute die Musik auch so ein bisschen an. Soll so ein bisschen mehr nach Sommerparty am Abend klingen. Am Strand. Übrigens, ab nächster Woche bin ich im Urlaub. Das heißt, ihr könnt mir PN schicken oder anderweitig irgendwelche Nachrichten schicken. Und es ist mir sowas von egal, weil ich leg meinen hübschen kleinen. Ist auch egal, ich lege mich in die Sonne und ich genieße die. Und ja, lass mich von euch 2 Wochen lang nicht nerven. Mal schauen, ob ich das schaffe. Wahrscheinlich werde ich doch immer wieder mal reinschauen, aber inkognito, so dass mich keiner erkennt. So, wollen wir mal kurz hier zum Wesentlichen kommen. Wir laufen schon mal zu Harold, überprüfen noch mal kurz die Ausrüstung. Wir haben alles dabei. Sternzeichen sind da. Das hier ist auch da. Ich habe jetzt diesen Ball hier reingelegt. Ist ein Questball. Also habe ich nichts dafür bezahlt. Epimeter ist Ball 4er. Ja, immer noch schön die Aelos Eisensets drin. Ebenso wie das hier. Ich muss eigentlich heute ist eigentlich mein letzter Tag, ja, mein vorletzter Tag, an dem ich das Ganze hier spielen kann. Denn ihr seht, die Klamotten laufen morgen ab. Deswegen halte ich mich mal ran. Schauen wir mal, was ich noch so drin habe hier. Vielleicht sollte ich heute einfach mal die Sternzeichen plus 4 mit reinnehmen. Ich denke, die habe ich auch geschenkt bekommen. Ich denke, das ist ein guter Zeitpunkt, um vielleicht mal zwei davon reinzupacken. Ja, habe natürlich jetzt noch ein paar mehr Stats dazu bekommen, aber ich spiele dafür ja auch mit den Popeleisen. So, Qualifikationstest. Nee, den haben wir schon. Seht ihr auch, ach, das haben wir letztes Mal vergessen hier, den hier auf Twitch, ja, hier bei unserem schönen Rahmen außenrum, haben wir doch glatt vergessen, das rote Kreuz rauszumachen und dafür das grüne Häkchen reinzumachen. Das haben wir jetzt mal eben nachholen müssen. Und jetzt kann ich mich nicht mehr weiter drücken. Ich muss gegen Harold gewinnen. Auf Pearl Green Island starten wir die ganze Show und auf geht's.
Ein bisschen Angst habe ich, aber hält sich in Grenzen so einigermaßen. Ich werde auch versuchen, meine Stiefel safe runterzuspielen. Ohne größere Risiken, ja, das sage ich jetzt wieder nur so. Am Ende ist es dann wieder anders mit den Risiken. Aber ich denke, ich kann mich ungefähr einschätzen und ich weiß, was ich kann. Und wenn nicht, dann muss ich halt die Strafe dafür bezahlen in Form von Boogies, Double Boogies oder was auch immer. Ja, das war gut, das war genauso gedacht. Ich hätte natürlich auch versuchen können, den von rechts hin hier hinlaufen zu lassen bei diesem Wind. Möglicherweise auch drin. Aber war mir zu risikoreich. Ich wollte den neben die Fahne haben. Ich dachte, gut, vielleicht treffe ich es grün. Ich habe es nicht getroffen. Ist auch gut so. Jetzt kann ich hier gechillt an die Fahne chippen. Jawohl. Wissen wir noch vom letzten Mal, Rufus. Doppelte Entfernung. Plus 10 für diesen Charakter. Und da haben wir schon den ersten Birdie. Mal sehen, was Harald gespielt hat. Die alte Socke, auch in einem Birdie. Und er ist Tour Pro. Bin ich nicht. Hätte ich vielleicht auch mal machen sollen. Auf dem Weg zum Tour Pro. So, wir kommen praktisch darüber. Vielleicht auch mit dem Eisen. Ne, mit dem Eisen nicht so ganz. Haben wir denn noch einen Trank? Ja, aber nicht den, den ich gerne hätte. Na ja, dann. Oh, wir haben ja eine Zeitbegrenzung hier. Eieieiei. Ja, komm. YOLO! Hopp. Und hopp und ab geht er, der Hans-Peter. Mal schauen. Lange nicht mehr so gespielt hier, aber ja, ich bin drüben angekommen. Ich bleibe sogar auf dem Grün, wenn alles gut geht. Das heißt, ich kann den Richtung Loch putten und wenn ich mich nicht ganz dumm anstelle, dann liegt er gleich am Loch. Und ich fahre mir den nächsten sicheren Birdie ein. Ja, 32 Yard. Da können wir dann mit 100, ja, mit 100 können wir da schon draufhauen. Upp. Und ab dafür. Vielleicht geht er sogar rein. Dann kriegen wir eine Wiederholung. Ich mag Wiederholungen. Vor allem, wenn ich der Auslöser bin. Ah, schade. Aber den kann Harold bestimmt nicht besser spielen. Die alte Flachpfeife. Der müsste immer dran necken. Harold ist ein Nichtsquäler. Schaut ihn mal an. Der, also ich meine, ich bin ja echt nicht voreingenommen, ne? Aber ja, der kann nur eine Flachpfeife sein. Ganz ehrlich. Nichtskönner. Muttersöhnchen. Ha. Wenn euch noch mehr Wörter einfallen, die Harold beschreiben, ja, schreibt sie mir in den Kommentaren oder sonst wo. Wie gefällt euch heute die Musik? Schreit wegen mir so. Keine Ahnung, was das heißen soll. Wir spielen 8 Yard. Das, ja. Kann man nicht viel falsch machen, glaube ich. Bei 8 Yard Entfernung. Ich werde es hier auf jeden Fall ein Paar spielen. Und Harold wahrscheinlich ein Birdie. Oder sogar ein Hio. Ne, er hat auch ein Paar, oder? Ne, er hat ein Birdie. Ich nicht. So, heute muss ich euch von Zeit zu Zeit mal ein bisschen stumm schalten. Also, dass ich, ja, mein Mikrofon stumm schalte.
weil es ist ein sehr heißer Tag, wie ihr vielleicht mitbekommen habt. Und ab und zu möchte ich was trinken, möchte euch allerdings nicht von meinen mineralwassergeschwängerten Luftausstößen mit diesen möchte ich euch nicht belästigen. Deswegen ja, muss ich euch ab und zu mal stumm schalten. Falls man das hören sollte, dann tut es mir leid. Aber allemal besser, als wenn ich euch direkt ins Ohr rülpse. Das dürft ihr mir glauben. So, hier schauen wir mal, ja. Ist nicht ganz so, wie ich mir das dachte. Ich dachte, der springt vielleicht hier auf und hüpft aufs Grün. So, hier, hier und dann rüberrollen ins Loch hinein oder was auch immer. So liegt er natürlich ein bisschen. Ja, ich glaube, Kacke ist da schon das richtige Wort für. Versuchten jetzt irgendwie soft ran zu chippen. Auch auf die Gefahr hin, dass ich ein paar mitnehmen muss. Deswegen habe ich jetzt Backspin reingemacht. Versucht ihn so mit 32 zu chippen. Vielleicht haut das hin. Ja, das könnte. Psst, bleibst du liegen. Dankeschön. Ja, ich habe seinen Schlag in Asikoro ein bisschen chippen geübt. Nein, Quatsch, habe ich eigentlich nicht, aber scheint heute wohl besser zu funktionieren. Bei Schlag den Asikoro war es ja ein Desaster. Und deswegen wollte ich hier unbedingt ein bisschen nachholen, was mir da so fehlt an Chippes Kunst. So, wir schauen gar nicht, ob wir da direkt hochkommen. Die meisten von euch, die mir hier zusehen, werden da wohl trotz dieses Windes oben diese Insel anspielen können. Ich mache das nicht. Ich darf da nicht mal im Ansatz dran denken. Aber dafür haben wir ja dieses Kleinod hier, wunderschön. Und wenn man so ein bisschen hier in diese Region spielt, dann liegt man sogar einigermaßen gerade. Hier geht es leicht nach rechts weg. Bergauf, bergab ist quasi nicht existent. Und also eine gute Voraussetzung, um hier weiter zu spielen. Das ist jetzt die Frage. Was wird passieren, wenn ich zu viel Frontspin reinmache? Dann fliegt der zu flach und trifft vielleicht die Palme. Das könnte er sogar jetzt schon machen. Deswegen, ich hoffe jetzt einfach mal, dass ich irgendwie um die Palme drumherum komme. Und nicht immer vergesse, dass ich hier Zeit habe, die mitläuft. Ja, gut, die Palme hat er nicht mitgenommen. Den Seitenwind auch nicht so ganz, wie ich das dachte. Ist aber auch nicht schlimm. Den kriegen wir so auch hin. Ja, passt. Mit dem Birdie. Minus 4. Nach 5 gespielten Löchern ist das völlig okay. Denke ich mal. Mein Harold spielt so minus 9, minus 10 wird er spielen. Jetzt hat er hier einen Igel gemacht. Davon darf man sich nicht täuschen lassen. Ja, das ist. Man wird so ein bisschen verunsichert von Harold. Oder in dem Fall von den Spieleprogrammierern, die einen so ein bisschen nervös machen mit diesen guten Scores. Es sind ja trotz allem, es sind alles Zufallszahlen quasi. Also, es ist nicht so, dass da im Hintergrund wirklich Harold spielt und wir das nur nicht sehen können, sondern es sind zufällig generierte Zahlen, die den Eindruck erwecken, dass da jemand mit dir spielt. Und es scheint so, als wären die für die ersten Löcher so ein bisschen provokant programmiert, sage ich mal, um euch so ein bisschen Angst zu machen. Ist auch gut so.
Man muss ja auch mit diesen Drucksituationen klarkommen, gerade wenn man dann erstmal dreistellig im Level ist, dann hat man vielleicht auch Ambitionen, Turniere mitzuspielen oder andere lustige Sachen. Und das ist ja, ein Turnier ist auch eine ständige Drucksituation. Deswegen ist es schon ganz okay. Mal schauen, ob das so hinhaut, wie ich hier das vorstelle. Vielleicht habe ich natürlich auch Pech und er wird nicht schlechter in den letzten 9. Dann ja, muss ich schauen, wo ich bleibe. Ja, der hat es einigermaßen gepasst, wie ich das wollte. Ist jetzt immer noch so ein kritischer Putt für mich, aber ja. Eigentlich sollte es hinhauen, ne? Ja. Sehr schön. Der erste Eagle ist eingefahren. Harold hat auch. Ne, er hat nur ein Birdie gemacht. Seht ihr? Er bröckelt schon. Der Loser. Nix kann er. Gar nichts. So, Thema Wetterglück. Darf ich hier wohl wieder einen raushauen? Ja, es ist immer so eine gute Sache, ne? Im Forum wurde mir schon nachgesagt, dass ich unheimliches Wetterglück habe. Wenn ich ganz ehrlich sein darf, ich würde hier wahrscheinlich lieber sogar mit Regen spielen. Ich mag diese heftigen Rückenwinde nicht. Weil ich da mir nie ganz sicher sein kann, wie ich den denn am besten spiele oder wie kurz ich den stelle. Habe ich es mit Regen irgendwie leichter. Ja, jetzt habe ich hier einen Bunker getroffen. Die Länge war okay. Generell. Nur jetzt weiß ich nicht genau, wie ich den spielen muss. Ich habe jetzt hier. Ja, vielleicht spiele ich den einfach als Weg lang. Und 50%. Schau ich mal. Wahrscheinlich habe ich ihn zu wenig ge zeitlich gestellt. Ja, hat einigermaßen gepasst. Vielleicht noch 1% weniger. Aber passt. Es geht halt hier ganz, ganz stark Richtung dort. Ihr seht es selber. Und wenn man den Ball natürlich hochchippt, schon aus einer Schieflage heraus, dann muss man den schon ein bisschen hier anstellen, damit der dann beim Ausrollen hier eben rüberrollen kann. Ja, direkt aufs Loch bringt nichts, weil klar, natürlich, wenn er reingeht, ist alles gut. Aber. Keine Ahnung, der geht rein in einem von 250 Fällen oder so. Deswegen lieber vorsichtig sein und schauen, wie es grün läuft. So, hier läuft es grün ganz klar Richtung Bunker, würde ich mal sagen. Hier nehme ich mal nicht 100%. Ich hoffe einfach, ich habe keine Ambitionen, dass der auf dem Grün liegen bleibt. Ja, nicht mal Ambitionen, dass er in die Nähe des Grün kommt, scheinbar. Okay, ich dachte, da wäre mehr Rückenwind drin. Ist aber auch egal. Kriegen wir so auch hin. Ja, es ist sehr gefährlich hier. Also, da habe ich mich schon manches Mal dumm und deppig gechippt. Aber ja, den habe ich reingemacht. Ganz offensichtlich Sandchip in, Par gerettet. Glück muss man auch mal haben, ne? Harold hat auch nur Par gespielt. Zeigt mir nur, was er für ein Lappen ist. Ha. So, dann jetzt. Stelle ich ihn jetzt so. Und hoffe, dass der passt.
Nee, der war zu kurz. Und zu weit rechts. Und eigentlich generell kacke. Ist aber auch egal. Wir sind gut dabei. Und das wird auch ein Birdie. Das heißt, keine Probleme. Wunderschön hier im Beach Outfit, ne? Müssen wir schauen, was der Belze da oben für eine Packung hat, was der für ein Paket hat. Ja. Das ist Belze. Ist einfach ein hübscher. Meine Freunde, behaltet euch das im Kopf. Der Belze ist ein ganz hübscher. Ein hübscher, ja. Ein feiner bist du, gell? Ja, mein kleiner Belze. Wuff, wuff. Ja, ein feiner Belze. So, genug geflaxt. Ich hab keine Ahnung. Was mache ich denn da? Mit 4i komme ich da nicht rüber. Ich glaube, 5i ist gerade so an der Grenze zu dem, was noch über die Palmen fliegt. Man könnte natürlich jetzt auch sagen, okay, rough irgendwo in die Mitte rein, da ich aber mit dem Chippen nicht so sicher bin, könnte man auch sagen, okay, hier auf fuck. Ich vergesse die Zeit immer wieder. Ja. Jetzt hat mir Gevatter Zeit die Entscheidung abnehmen können. Ja, und selbst mit 105 seht ihr ja, habe ich immer noch ins Rough gespielt. Das wollte ich eigentlich vermeiden. Das wollte ich eigentlich vermeiden, aber wir nehmen es, wie es kommt. Der Ball wird ein bisschen kürzer werden, ein bisschen sehr viel kürzer werden. Habe ich aber keine Probleme mit. Mache ich ein paar, ist auch okay. Stelle ich jetzt auch hier ganz weit raus, weil ich nicht so fest spielen möchte hier, weil ja, ihr seht selber, der Ball kann hier ganz schnell zur Seite abhauen. Das will ich nicht. Das will niemand. Und schon gar nicht ich. Ja, vielleicht habe ich ja Glück. Ja? Nee. Schade. So, was macht ihr denn eigentlich Schönes hier bei diesem Wetter? Außer natürlich YouTube-Videos gucken, in denen ich mich blamiere. Ich meine, morgen soll wohl, zumindest hier in Berlin, ein äußerst heißer Tag werden. So um die 38 Grad rum. Da würde ich mir wünschen, nicht im Büro zu sitzen, sondern lieber an dem See. Ist aber nicht. Muss ja irgendwie Geld verdient werden. So, deswegen, ich sitze im Büro. Ich hoffe, ihr müsst nicht so arbeiten. Ihr müsst nicht so lange arbeiten, hoffentlich auch. Wenn dann nur irgendwie einen halben Tag. Das wäre natürlich schön. Das würde mich freuen für euch. Bei mir geht es leider nicht. Wie gesagt, ich habe nächste Woche Urlaub. Und übernächste Woche auch. Da gibt es noch einiges vorzubereiten und zu machen und zu tun, damit auch meine Kollegen Kyushi und Kabigan mit allem klarkommen, was sie klarkommen müssen. Ja, dann habe ich übrigens sehr schön gespielt, muss ich sagen. Da muss ich mir selber mal auf die Schulter klopfen. Gut gemacht. Dankeschön. So, ihr seht's, Harrod knickt schon wieder ein, hat einen Birdie gespielt. Ich habe den Eagle perfekt gemacht und ja, ich komme ihm näher. Dem kleinen Lappen. Da, hier besteht keine Chance darauf, aufs Grün zu kommen oder auch nur in die Nähe. Ich kann euch das mal ganz kurz zeigen. Da will ich aber nicht hin. Ich will eigentlich hier hin. So ungefähr
Und da drüben gibt es auch eine gerade Stelle. Eine relativ gerade Stelle, sage ich mal. Gibt es einige davon. Das hier dürfte eine davon sein. Ja, ihr seht, sie ist da vorne ist wieder ein bisschen wellig, da auch. Aber hier haben wir es relativ gerade erwischt. Deswegen, es ist schon schwer genug, den Ball gleich weiterzuspielen. Richtung Grün. Und dann müssen wir nicht auch noch schief liegen. Ich meinte nicht Skifliegen, sondern schief liegen. Ja, damit ich hier nicht falsch verstanden werde, ne? Absichtlich von euch. Den probiere ich jetzt einfach klassisch mit 5W. Hoffe, dass alles passt. Dass er nicht allzu weit abhaut. Oh, nee. Der war vergeigt. Ja, zumindest auf dem Grün bleiben könnte, wäre ich ihm verdammt dankbar. Die Sau, die arabische. Entschuldigung. Ja, der war doof. Dann mache ich jetzt auch ein bisschen mehr Backspin rein, denn es geht hier bergab. Und ich möchte trotzdem noch an der Fahne liegen. Ja, an der Fahne ist halt auch ein sehr, sehr breit gefächerter Begriff, an der Fahne zu liegen. Man kann es natürlich auslegen, wie man möchte. Ja, passt. Habe ich noch zum Paar retten können. Harold hat auch nur ein paar. Harold ist auch eine Lusche. Flitzpiepe. Und Popelesser. Ganz klar. So, was tun? Ich mag diese Fahnenposition nicht und schon gar nicht in Verbindung mit Wind. Und im schlimmsten Fall haue ich mir jetzt ein OB zurecht. Im besten Fall mache ich das hier, was ich eigentlich vorhatte. Ja, so geht's natürlich auch. Hätte nicht gedacht, dass es funktioniert. Hat aber funktioniert und war das Beste, was mir passieren kann. Wunderschön. Birdie an der 13 und vielleicht ja auch Birdie an der 14. Schauen wir mal. Ja, hier möchte ich einfach nur weit dreschen. Hier kann man natürlich auch, wenn das Wetter dann nicht so gut ist, hier hinspielen. So. Man kann ja auch mit dem Driver voll ausholen. Geht alles, da hat man genug Platz, um dann hier hinzukommen, wenn es regnet. Wir haben allerdings schönes Wetter und deswegen schaue ich mal, dass ich den weit dresche. Im besten Fall irgendwo in Sand, dann haut er mir nicht hinten am Felsen ab. Oder ins Rough. Ja, ist auch okay. Wichtig ist, dass jetzt der Chip sitzt. Also sitzt im Sinne von lieber zu kurz als zu lang. Denn ja, viel Platz ist da hinten nicht. Wenn der da an der Fahne aufspringt und dann auf dem Felsen aufkommt, dann ist er vorbei. Dann ist er im OB und ja, ich habe vorher schon mal gesagt, OB wollen wir nicht. Mögen wir nicht, ist nicht unser Freund. Und da ich hier viel Rückenwind habe, spiele ich den lieber ein bisschen kürzer und nehme in Kauf, dass ich ein Paar bekomme, als dass ich ihn zu lang spiele und möglicherweise einen Bogey habe. Aber der war ganz gut. 2,0 Yard an die Fahne oder ans Loch. Und ja, Birdie gesichert, minus 12. Weiter geht's an Loch 15. Habt ihr gerade gesehen? Harold hat die Schnauze voll. Na, Harold hat auf jeden Fall mal einen Bogey gespielt. Und somit jetzt minus 10 zu minus 12 für mich. Danke, Harry. Sehr nett von dir.
Oh, ich probiere es jetzt einfach mal so. Keine Ahnung, was das wird. Im schlimmsten Fall muss ich den gleich hochchippen. Was an dem noch keine schöne Aufgabe ist, aber ja, trotzdem noch machbar. Oh, genau, so ist auch gut. Ja, nee. Das wurde nichts. Da schaut doch mal da hinten. YouTube-Werbung. Oh, verdammt. Oh, der ist auch wieder zu fest, oder? Ja. Ah. Leute, Leute, Leute. Alex, Alex, Alex. Asekuru, Asekuru, Ase. Ruhe. Da mache ich aus einem Birdie-Putt, der sicher ein paar hätte werden können, aber ihr seht, Harold macht schlechter. Harold hat einen Boogie, einen Doppel-Boogie. Deswegen wichtig ist, lasst euch nicht aus der Ruhe bringen, falls er am Anfang ein bisschen aufdreht, der Harald. Der Harald ist nämlich, er lässt im Late Game lässt er nach. Aber jetzt nehme ich hier mal das Weg. Ich will eigentlich nur sehen, dass ich da nicht in den Baum reinkomme. Aber das passt. Und auch hier habt ihr übrigens Fairways auf dem Sand oder im Sand, über die ihr spielen könnt. Wenn ihr nicht direkt auf die Insel raufkommt, das ist also, ihr habt hier das zweite, das ist ziemlich gerade gespielt vom Tee aus. Ihr habt das da hinten, da könnt ihr dann mit 3 Uhr spinnen. Entschuldigung, mit 9 Uhr spinnen. Und 3 Uhr Spin ist ja in dem Fall, wie ich es gerade gemacht habe, ist es noch okay. Mit 3 Uhr Spin eins dieser Fairways, also gerade das hier anspielen, ist eher schlecht. Denn ihr habt hier Dschungel und da wollt ihr nicht drin liegen. Da will niemand drin liegen. So. Ja, extra ein bisschen schwächer gespielt und trotzdem, ihr seht, der Ball liegt im Vorgrün. Also es geht hier stark bergab, das sollte man nicht vernachlässigen. Aber Birdie ist trotzdem drin. Minus 12, jetzt kommt Loch 17. Mal schauen. Okay, Regen. Regen ist aber erstmal nicht. Ja, doch. Schauen wir mal, was das 3W sagt. Nö. Da gehen wir den Weg hier. Den längeren. Machen wir nicht ganz so viel Spin rein. Können ruhig so ein bisschen hier hinterstellen. Der wird ihn noch ein bisschen weiter rechts davon landen. Und dann legen wir. Ja, ein bisschen weiter rechts ist gut gesagt. Ein bisschen arg weit rechts. Da habe ich Glück gehabt. Oder können. War es Glück oder können? Erfahren Sie es in der nächsten Folge von Schlag den Asekuro. Ah ne, Quatsch, von auf dem Weg zum Singapur. Aber es wird gar keine nächste Folge geben, meine Freunde. Denn wir brauchen keine nächste Folge. Weil ich denke, dass ich den Senior Pro Titel gleich holen werde.
Und dann gibt es auf jeden Fall mal keinen auf dem Weg zum Seniorbüro mehr. Aber ich habe heute Forum gelesen. Bin dabei auch so ein bisschen rot geworden. Ah, da hat jemand geschrieben, er mag meine Stimme. Was so nett ist. Wie hieß er, sie ist Kleiner Frechdachs. Kleiner Frechdachs sagte, sie mag meine Stimme. Sie findet sie so beruhigend. Vielen Dank dafür erstmal. Ja, kann das nicht beurteilen. Ich mag meine Stimme nicht. Also, ich mochte es lange Zeit nicht. Wenn man einige Zeit lang dann seine Stimme hört über solche Aufnahmen oder anderweitige Aufnahmen, dann geht's eigentlich. Aber eigentlich mag ich sie nicht. So. Bisschen weniger schnacken, bisschen mehr patten. Dann könnte die ganze Show hier schon durch sein. Aber was halt auch noch ist, auch wenn es keinen Auf dem Weg zum Seniorbüro mehr geben würde, heißt es das nicht, dass es keine Videos mehr gibt. Wir machen sind tatsächlich ein paar lustige Sachen geplant. Unter anderem hat auch dieser kleine Frechdachs im Forum schon das ein oder andere geschrieben, was wir tatsächlich vorher schon geplant hatten. Lasst euch also überraschen. Bleibt auf jeden Fall dran. Abonniert YouTube oder schaut online auf YouTube. Das ist nie verkehrt. Und Hart der Dinge. Schaut, was so kommt. Denn wir haben auf jeden Fall noch einiges vor mit euch. Ihr könnt ja mal im Forum schauen, welche Vorschläge der kleine Frechdachs da gemacht hat. Und vielleicht gefällt euch ja auch was davon. Oder ihr habt irgendwelche eigenen Vorschläge, die uns vielleicht noch gar nicht in die Rübe gekommen sind. Dann in die Kommentare. Kommentiert. Lasst auf jeden Fall noch ein Däumchen nach oben da. Das hilft immer. Das hilft uns natürlich auch so ein bisschen in unserer Arbeit. Und wir kriegen davon kein Geld. Also keine Angst, ihr macht uns nicht reich damit. Es ist einfach nur, um den Like auszudrücken. So, was passiert jetzt? Wenn das Spiel so lange zögert, dann ist immer irgendwas. Aber ja, in dem Fall war der Ball einfach nur knapp an der Fahne oder am Loch vorbei. Ich schließe PGI mit einer minus 14 ab. Und zwar jetzt. Ja, und was sagt er? Großartig. Ich hätte nicht erwartet, dass du so gut spielst, ja. Danke, du Lappen. Dein Score ist 58 und mein Score ist 8. Ah ja. Also habe ich eigentlich mehr Schläge und eher weniger. Das ist auch egal. Mal abgesehen davon hat er eine minus 6 gespielt. Was bedeutet. Naja, gut, ich muss es nicht verstehen. Du hast ein besseres Ergebnis als ich. Wenn du nun zu Anthony Bestra gehst, erhältst du deinen Senior-Titel. Gratulation für deinen Aufstieg. Will Senior werden. Achso, das bin ich. Ja, richtig. Dann würde ich mal sagen, Gratulation, mein Kleiner. Du bist jetzt gleich Senior. Ich bin so aufgeregt. Ich schon mir läuft die Freude lauwarm den Schenkel runter, hätte ich fast gesagt. Sage ich aber nicht. Denn ich bin ja hier auf YouTube. Ich muss natürlich auch so ein bisschen die Kontinuance wahren. Keine Quest. Na, wo ist es denn dann? Da. Nee. Ist schon lange her bei mir. Glückwunsch, du hast den Abschlusstest bestanden. Mit deinen erweiterten Fähigkeiten wirst du hoffentlich ein noch berühmterer Golfer. Aber hallo, das darfst du mal glauben hier, Toni. Level up zum Level 101. Ich bin. Ich wollte ihn schon auf Ausdauer packen. Hab mich dagegen entschieden. So.
Dann gehen wir kurz in die Charakterauswahl, bevor ich mich gleich von euch verabschiede. Mit einer langen Verabschiedung. Und wir sehen hier unten Sr. Das heißt Senior. Im Übrigen suche ich jetzt auch wieder Schüler, drei Stück. Also wer mir Schüler spielen möchte, ne? Ich stelle auch mal Gaia 2.0 zur Verfügung. Und ja, wer gerne für mich Schüler wäre, meldet sich bitte in den Kommentaren in YouTube oder Facebook oder im Forum oder per Brieftaube, möglicherweise auch per Flaschenpost an den Gardasee oder irgendwo anders hin, wo ich gerade bin. Könnt ihr mal versuchen, mir eine WhatsApp zu schreiben. Ha! Könnt ihr nämlich nicht. Party! Party! Ja, weil ich jetzt Senior bin, so, genug gepartied, genug gemacht. Ich bin Senior. Die Serie ist hiermit beendet. Die Ich will Senior werden Serie. Das nächste, was ansteht, startet dann wohl auch schon demnächst. Ich würde mal sagen, nach meinem Urlaub. Genauso wie Schlag den Asikuru, da geht die nächste Folge dann auch nach meinem Urlaub an den Start. Da suchen wir dann wieder einen Kandidaten, also haltet euch bereit. Wenn ihr auch den Asikuru schlagen wollt, dann seid bereit, euch zu bewerben und seid bereit, von mir abgezogen zu werden. Fragt mal Fiction Gandalf, der hat das erlebt. Also fast hätte es erlebt. Na, ihr wisst schon. Ansonsten, ja, wie gesagt, liken hier auf YouTube und den Kanal abonnieren. Auf Facebook alles mögliche liken, was so in die Finger kriegt. Auf Twitter könnt ihr uns auch folgen. Und generell sind wir eigentlich allgegenwärtig und überall, genau wie ich. Schönen guten Abend, schönes Wochenende oder was auch immer. Ich bin raus. Mit dem Seniortitel in der Hand. Tschüss.